Tada! Da sind wir wieder. Wie jeden Dienstag. Heute wieder live mit Fasmo und Lexi ist im Hintergrund irgendwie mit Keksen zugange oder was auch immer sie da gerade hat. Nein, mit Keksen zugange. Mit was bist du zugange? Mit Sprich, Ingwer. Mit Ingwer. Frau Ingwer. Ingwer. Schöner Künstlername eigentlich. Ja. Kommen wir holen noch einmal den Stuhlkreis rein. Ah! Ich muss kommen. Schirm zu klären. Bevor wir dann richtig loslegen, einmal unsere Kollegen hier. Oh, die haben aber auch einen kalten Atem. Das wollen wir sagen. Klicken wir mal auf. Ach, die schon wieder. Oh, die. Wo wollen sie denn schon wieder? Könnt ihr mal auf mich zukommen? Ansonsten lasse ich euch. Ah. Plopp. So, wir haben Wäsche zu waschen. Nehme ich dann mit in Arcade Paradise. Lol. Ja, spielübergreifend. Oh, ganz schön. Story. So, warte. Gehen wir hier mal langsam rein ins Vergnügen und sagen jetzt erstmal Hallo an Luna, Sakito und Krish. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Oh, echt's Keuch. So, ich hab jetzt alles. Echt's Keuch. Gipsartige Masse. Was? Muskelsartige Masse? Achso. Ja, stimmt. Ist mit Waschen wahrscheinlich auch nicht getan. Aber gut, so, wir fangen natürlich wieder in Sunny. Jetzt weiß ich wieder, jetzt bin ich verunsichert, weil ich es jetzt woanders. Sunny Meadows. Sunny Meadows. Ich hätte ja, keine Ahnung. Ja, schwierig, ne? Ich habe immer Sunny Meadows gesagt. Weiß es selber nicht. Und jetzt habe ich irgendwo Sunny Meadows gehört. Ich glaube, es müsste eigentlich Meadows sein, aber... Egal. Das weiß ich schon. Ja, eben, was weiß ich denn? Was ich denn, was du weißt? Lass mal kurz gucken. Was guckst du? Was guckst du? Ja, ich wollte gerade kurz was gucken. Das war keine gute Antwort auf meine Frage, aber ja. Was heißt Meadows? Das wollte ich gucken. Achso, das wollte ich gucken. Ist auch ein bisschen krank. Sonnige Wiesen? Ja, ja klar. Ich meine, als Name für, das ist ja so ein bisschen auch wie ein Name für ein Altenheim oder so, ne? So. Die grünen Wiesen. Ups. So, wir sind bereit. Dann können wir ja mal loslegen hier. Ich hab gerade Spinnentee gelesen. Spinnentee? Weiß auch nicht. Könnte ich mir vorstellen, schmeckt nicht so gut. Will man noch nicht haben, ne? Unser Kollege sitzt schon wieder hier. Ey. So lecker. Ich hab nicht mehr Pause gemacht hier. Es geht jetzt an die Arbeit. Haben wir den letzten Mal im LKW vergessen? Das sieht ausgehungert aus. Ein bisschen länger her. Seit dem letzten Halloween-Abend. Ja, es tut uns sehr leid. Aber Schwamm drüber. Ja, wir warten auf Lexi, das Spiel kennen wir ja alle. Ja, das ist doch Jesus nicht über den See, sondern der Schwamm drüber. Otto Walkes. Ja. Ja. Ist okay, den kann man gut zitieren. Gibt Schlimmeres zum Zitieren, ja, ich weiß. Ja, eben. Tada, aua. Tada. Machen wir ein bisschen Strom.
So, jetzt hoffen wir, dass das erfolgreicher ist als das letzte Mal. Ja gut, ist für uns auch relativ egal, ob der anfängt zu stinken, weil es gibt ja noch keine Geruchskarten. Statt Grafikkarte braucht man sondern eine Geruchskarte. Ein Ouija-Brett. So, so. Immer, ich fand das spannend. Das ist schon sehr cool. Wir hatten hier noch nicht reingeschaut. Da geht's in den Keller oder nicht? Es geht in den Keller. Dann gehe ich mal runter, wa? Wieso? Warum nicht? Achso, Nee, du. ich wollte das Achso. Ouija-Brett benutzen. Ja, du benutzt es doch. Kann ich nicht. Das ist manchmal ein bisschen. Du musst Dings drücken, B drücken, um mit ihm zu sprechen. Ich habe das Ding noch Ja, nicht mal drauf erst gedrückt. musst du draufklicken, ja. Ja, geht nicht wahrscheinlich, weil Oder ich nicht der Haus F. bin. Oder F. Nein. Kann nicht sein. Drück mal F, E, G. Nicht eine Schere. Ich weiß selber nicht, was man drücken musste. Nee, ich müsste mit der Maustaste klicken. Das geht nicht. Kann nur der Horst selber. Der Maus geht es bei mir auch nicht. Ich muss das einmal hochheben. Ja, zum Beispiel. Was ist da hinten? Nö. Kaputt. Rechte Maus. Wahrscheinlich geht's die ganze Zeit schon. Wir sind gleich Also tot. rechte Maus ist ja hierfür. Ja, in der Hand kann man natürlich, aber das super. Könnte man eigentlich auch so. Warte mal. Ist kaputt. Nee, das war jetzt einfach linke Maustaste, dann kommt es drauf, aber aus den Knien raus. Ja, hatte ich, aber es geht nicht bei mir. Na gut. Wo bist du? Im Keller ist er. Matrono. Was? Matrono. Po. Was? Po. Polo. Matronov. Polo. Was? Hier ist er. Goodbye. Hier ist er. Am Strom. Am Fünfer. Was hat er mir denn da gerade geschrieben? Entweder kann er nicht schreiben oder ich nicht lesen. Das sind jetzt die beiden Möglichkeiten. Oder ich spreche diese Sprache nicht. Der hat den Strom ausgemacht und da war ein Fünfer am Strom. Und zwar ganz schön krass. Fünf am Strom. Ja. Und du hast noch 93%. Ja, wundert's. Also, jetzt machen wir jetzt mal. Löp. Boah, ich werde übersichtlich. 61%, nee, ich muss. Ich auch wieder. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Habe ich mir aber auch wenig Gedanken drüber gemacht. Keine schlaflosen Nächte gehabt, ja, ob Lexi wohl übersichtlich wird. Ding. So, du sagst es hier. Ja, das dachte ich mir so, ja. Moment. Das war doof. Anmachen. Zack. Er hat das Ding auch nur gepiept, weil er den Strom ausgemacht hat. Aber was auch immer Matrono-Dingsbums-Gedöns oder sein soll. Weiß ich auch nicht. Hi, Schipsi. Nö, hast eigentlich noch nicht viel Es ist noch verpasst. keiner gestorben. Nee. Geist selbst hat auch noch nicht viel getan. Also ist noch nicht so aufregend gewesen. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, vielleicht. Aber ich hatte einen Fünfer hier. Das sind Fünfer am Stromkasten gibt Ja? oder was? Ja, dann wird er doch hier sein. Da gehe ich von aus. Warum kommen jetzt so eine Zweifel? Verstehe ich Ich nicht. habe keine Ahnung.
bist du hier? Wo bist du? Genau. Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Nix ist er. Komm so ein. Nur 18 Grad da vorne, der verarscht uns doch. 18 Grad, okay, das ist komisch. Das ja. Macht keinen Sinn. Warte, ich nehme auch mal ein Dings mit. Und leuchtet. Muss vor allem was nehmen. Stimmt, was nehmen muss ich. Nee, ich hatte ja schon zweimal genommen. Ja. Genau. So, das will ich jetzt mal eben auschecken. Scheiß Piazzo. Ja, nee, 18 Grad, das macht echt keinen Sinn. Nee. Aber ein 5er EMP, wenn jemand einen Strom ausmacht, ist eher untypisch. Ja, vielleicht haben wir aber noch nie dabei neben einem Sicherungskasten gestanden, wenn sowas passiert ist. Das ist garantiert im Keller, ey. Ja, ich vermute das auch. Uns komplett, also ich gehe davon aus, dass er im Keller ist. Ich auch. Okay, okay, er ist hier. Im Keller? Ja. Oh mein Gott. Ich habe ihn noch gesehen, ja. Ich hab ihn in den Fang genommen, ja. Läuft. Ja. Gefunden, ja. Kann man so sagen. Wer hat hier wen gefunden, ist die Frage. Moment. Ich höre Dinge. Ich höre auch Dinge. Aber ich habe gerade gehört, dass was gefallen ist. Aber hier in dem Raum ist halt nichts. Doch, hier ist er. Komm mal runter. Er müsste hier sein, ja. Wo ist er jetzt? Also? Hier in diesem kleinen Raum direkt, wenn er runterkommt. Hier. Hm. Im Raum? Ja. Also hier habe ich 4 bis 5 Grad. War er doch letztes Mal auch schon. Auch schon mal unter 3, unter 4. Ja. Das hindert ihn ja nicht daran, das Ganze nochmal zu machen. Aber das ist ja gut, da müssen wir nicht so weit. Können wir mal eben den EMF. Plus, was habe ich denn jetzt wieder noch da? Ach, den Leuchtstab. Ich bin so dumm, ey. Das ist sich verkneift, was zu sagen. Nichts gesagt. Eben. Ich muss den Leuchtstab hin. Das ist mein Buch. Schmeißen wir mal an die Tür. Das ist mein Buch. Lass sie bitte reinschreiben. Wir müssen das ein bisschen ernster angehen. Echt jetzt? Bist du für eine? Das war der Metzger, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, 52. Ja, er sah ziemlich metzgerisch aus. Oh, Moment, das war jetzt doof. Ich wollte gar nicht das. Und jetzt lasse ich erstmal noch hier. sind schon. Hallülü. Lüdü. So, jetzt nehmen wir mal die Sprechbox mit nach unten. Aber gut, der 5er EMF ist ja gesichert, ne? Ja. Oh, kann sein. Wo
Drum passiert gar nichts. Außer, dass er jetzt ein Buch geschmissen hat. Bist du hier? Wo bist du? Oh. Hey! Hallo? Das war geil. Was willst du, außer mich bewerfen? War das unser Buch? Nee. Nee, das war so ein Tablett hier. So ein Notizdings, Notiztafel. Da schmeißt er wieder was. Bist du ein Kind? Bist du alt? Nee, sprechen tut er auch hier nicht. Aber werfen tut er, das tut er gern. Da ist er ganz weit vorn. So, dann kannst du ja vielleicht auch mal durch Salz wandern. Das wäre auch mal eine Aktion. Haben wir hier unten ein Futterbad? Naja, und ein Kreuz? Bis jetzt glaube ich nicht, aber wir haben auch kein Futterbad. Das wäre jetzt wichtig, wenn ich schon Salz streue. Moment, lass mich schnell das Kreuz da wegschmeißen. Ja, schmeiß mal weg. Da müssen wir jetzt nicht sehen. Ah, da. Punk. Hechel, hechel. Boah, kannst du mal schneller rennen? Oh, er schreibt ins Buch. Kannst du nicht lesen, oder? Nein, ich warte immer noch, dass du mit dem Futterapparat kommst. Ja, ich bin nicht schneller. Und ey, au. Was soll ich machen? Der bewirft mich hier die ganze Zeit. Ja, da bin ich doch nichts für. Ja, doch. So, da, ja. Warum fotografierst du denn? Achso, das Buch. So. Lauf durch, ich will heim. Punk. Vielleicht bringt er mich gleich um. Du bist nämlich jenseits von Gut und Böse. Oder? Ja, deshalb wird er ja eher mich umbringen. Der Stapfe? Ich bin jetzt auch froh, dass ich hier raus bin. Ich geh mal wieder. Tschüss. Aber der ist eigentlich. Ich sag's nicht. Was sagst du nicht? Ach, ich würde sagen, ist relativ friedlich eigentlich. Ach so, ja, nee, sag's nicht. So, wir haben ein Buch. Spirit Shape Milling. Was haben wir denn dann nicht? Also ich sehe keine Dots, das ist okay. Sie kann Orb, das passt auch. So, jetzt haben wir die Frage, Fingerabdrücke, Geisterbox oder Gefriertemperatur? Geisterbox ja bisher nicht. Vielleicht kannst du es mal versuchen. Ich würde es dann vorher schon mal aufschütten. Da haben wir Shade und Milling. Da er mich unten im Keller schnell in Empfang genommen hat, würde ich den Shade eigentlich eher nicht so präferieren. Ja, der hat ja auch gleich das Licht ausgemacht. Ja, genau, das Licht ausgemacht. Was wäre denn, dann hätte er Gefriertemperatur. Ja, da aber nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er die nicht hat. Das ist doch ein Ding. Nee, Moment. Was riecht denn hier? Ja, willst du meine Tabletten noch nehmen? Nee, genau. Es ist ein Mühling, genau. Was haben wir denn noch zu tun? Ja, uns fehlt ja noch ein Beweis. Ja, ich hab den schon. Du hast den schon. Ich hab den schon. Nicht gefriert. Ja, ich bin so dumm. Bewegungssensor, Räucherstäbchen. Er wird Fingerabdrücke noch haben. Komm, wir gehen mal nochmal runter, oder? Wie viel hast du dann, wenn du meine nimmst? Dann habe ich 59. Ne, ich glaube, ich habe dann nur noch. Na, dann würde ich mein Räucherstäbchen mitnehmen. Du kannst noch einen Bewegungssensor anbringen und dann. Ja, okay, Bewegungssensoren. Das wird wahrscheinlich jetzt tödlich enden für uns, aber. Nein, wird es nicht. 59, 72, ja komm. Nein, wenn das nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Bewegungssensor klebt dahinter auch noch einer an der Wand, aber gut. Ja, ich meine, in dem kleinen Raum würden wir die wohl bewegungstechnisch kriegen. Ja. Gehe ich mal von aus. Ups. Runter. Stopp. Kurz verlaufen.
Scheiße. Was ist los? Ich kriege mein Räucherstäbchen nie an. Ach so. Ich muss gar nicht mehr F drücken. Muss man nicht. Nö. So, ich würde dann wieder gehen. Ja, schwierig. Minze. Ja, das nicht. Ja, ja, aber es ist eigentlich klar. Mhm. Weil bei Gefriertemperaturen wäre ja die andere Möglichkeit. Und die habe ich nun mal nicht gesehen. Ja, und Box? Nee, Box ist schon längst. Nein, gut, wäre theoretisch möglich, aber dann musst du mal probieren. Also mir hat er ja nicht geantwortet. Ich hatte ja nur beworfen, als ich gesprochen habe. Ja komm, das ist ein Mühling. Da ich bekanntlicherweise durch den am häufigsten sterbe, gehe ich da nicht mehr rein. Hm. Okay. Ja. Achso, ist er denn überhaupt jetzt schon durch den Dings gelaufen? Ja, ist er. Okay. Willst du nach Hause, oder was? Was? Ja, du warst so schnell, wie wegfahren. Ja, ja, auf jeden Fall. War so. Der Mühling natürlich richtig. Habe ich ja wieder die Hälfte nicht mitgekriegt, siehst du? Ja gut, das mit den Gegenständen, das habe ich schon mitgekriegt, aber es ist halt jedes Mal, wenn man das versucht, denkt man immer noch an die alte Verhaltensweise. Dann wundert man sich immer. Aber gut, 166 Dollars. Mhm. Gab es diese Dings. Ich weiß immer noch nicht, was die Kürbisse jetzt bedeuten. Ne? Ich schon. Was heißt denn das? Ja, es gibt halt eine spezielle Challenge, also eine Erwin-Challenge. In der man bestimmte Dinge erfüllen muss. Das geht in diesen Häusern, wo der Kürbis dran ist. Okay. Und man muss aber wohl auf Albtraum spielen. Ich weiß gar nicht, was man da alles genau machen muss. Aber man muss auf jeden Fall auf Albtraum spielen. Und noch so ein paar Dinge erfüllen. Ich weiß es jetzt, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja, du hast ja schon ausgesucht. Das ist schön, du kannst auch das Dings aussuchen. Ich brauche einfach nur noch bereit und gut. Wenn du dann, genau. Hm. Süßes einsammeln? Ah. Oh. Stimmt. Schmatzt er dann genauso wie bei den Eiern? Mit den Eiern? Das ist euer Joghurt, ey. Das war witzig. Zwei Kürbisse anzünden, was machen wir? Dann hakt sich ab. Cool. Müssen wir eigentlich mal machen. Ist das denn, wenn man die Sache auf Albtraum spielt, dann automatisch, wenn wir dann in die entsprechenden Häuser gehen? Sind dann da sozusagen Süßigkeiten und Kürbisse dann automatisch zu finden? Dann würden wir vielleicht gleich dann mal das machen. Ist automatisch, ja, sehr gut. Es knuspert, so. Okay. Probieren wir das gleich mal. Es knuspert? Achso. Es darf kein strömender Regen sein. Okay. Nom, nom, ja. Nom, nom. So, du bist schon weg. Ja, ja. Ja, hau rein. Ist ein Zelt offen. Du schaffst ja nichts. Boah, mir brennt die Zunge ab. Ha. Was isst du denn auch immer für Sachen? Na, Ingwer. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Früher Ingwer. Oh, Tarotkarten. Ingwer gehasst, aber irgendwie.
Knips. Knips. Da hoch hat. Achso. Über Strom hier um die Ecke, wie immer. Ja. Oh. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt es denn? Mach mir Baked Beans. Mark Mills. Mark Mills. Also nicht für die Milz. M&M. Oh, ich habe Gefriertemperatur. Na sowas. Direkt am Bus? Ja, ja. Ist mal schön, wenn man anfängt zu hauchen, ne? Oh, Tatsache. Oh, Bonk. Bonk. Bonk? Hier ist ein Bonk. Achso, das Ding. Dreier-Bonk. Das ist ein Dreier-Bonk. Wieso hab ich. Also. Okay. Sieht das eigentlich bei dir aus, sollen wir dann Donnerstag mal das Donnerstag erste, ist ganz das, schlecht. Donnerstag ist ganz schlecht? Ja. Okay, dann sollen wir Donnerstag nicht. Wir haben dort. Ist da gerade, wollte ich gerade sagen, habe ich doch gerade gesehen. Nee, ich hab, Donnerstag habe ich meine große Einkaufsrunde. Das, die möchte ich gerne entspannt. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ich könnte es auch auf Freitag verschieben, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Naja. Da geht jeder einkaufen. Nee, alles gut. So, was wollen wir denn? Das fleißig, fleißig. Wir sind fleißig. Oh, es gibt eine Trophäe. Oh mein Gott. Mehr. Luna und ihr Mann sind fleißig. Ah ja, ich merk's gerade. Ich habe die falsche Richtung gelesen. Da lieber wieder. Könnte man jetzt Futter in der Luft scheinbar öfter durch. Könnte man. Lukas, wir sind noch nicht fleißig. Nee, ich denke, wer sagt denn sowas? Können wir nicht gemeint sein. Rufschädigend. Bist du hier? Wo bist du? Mal weg. Hä? Wieso versteht er mich nicht? Aber da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Nee, das Spiel nicht, aber Halloween läuft weg. Bist du ein Kind? Bist du alt? Orb. Ein Orb, das ist gut. Ein Jurei. Da hatte ich doch noch eine Frage. Also dann, wenn man die Sachen eingesammelt hat und Kürbisse angezündet hat, dann ein Foto vom Geist. In jedem der Häuser jeweils ein Foto vom Geist. Dann wird es natürlich spannend. Oh. Was war das? Dong, dong, dong. Ja, macht ja, war ich leider zu spät am Fotoapparat. Aber die Kerzen haben jetzt ein interessantes Geräusch. Wenn man sie anzündet. Huch, schon aus? Scheinbar. Wenn er hier nochmal durchlaufen, dann würde ich noch ein Foto von ihm in den Dots machen. Klar, die Kerze ist mir so ausgegangen. Echt? Zu windig. Ja. Punk. Oh! Was ist los? Ich hab die Kerze am Boden geschmissen, das ist ausgegangen. Ach. Das läuft denn nicht mehr durch die Dots, ne? Mann. Na ja, gut, dann nicht.
Oh. Jetzt hat das ja ausgeblasen. Okay. Ja, das ist ja dann schon eine gewisse Aufgabe. Mhm. Und wir müssen wir den Geist wahrscheinlich erkannt haben, ne? Oh je, okay, verloren. Ja, ich weiß es nicht, aber gehe ich mal von aus, ne? Das würde Sinn machen, dass man ihn auch richtig haben muss. Nee, muss man nicht? Dann wäre es ja okay. Ja gut, das Schwerste ist echt... Das Foto. Ja. Klar. Und die Zuckerfleisch alle zu finden. Erinnert dich mal an die Eier, da waren wir ja nicht mal annähernd so weit. Ja. Erinnert dich mal an die Eier. Okay. Jetzt ist er wieder durch die Dots gelaufen. Jetzt, wo ich auf dem Monitor war, konnte ich sehen. Wir haben überhaupt keine Pillen genommen, ne? Wir sind hier lustig. Okay, wie viel haben wir noch? Jo, genug. Aber, Hast du noch nicht genug? Guck noch mal kurz, ob ich aber mit anderen Fotos. Ja, mit dem Beschwörungskreis ist es leichter, aber auch tödlich. Sonst nichts werfen, du sollst mal einmal durch die Bots, durch die Dots. Mm. Muss man das auch überleben? Irgendeinen Haken hat es. Ja. Weil Foto vom Geist, ja, kann man relativ gut bekommen, aber ob man danach noch lebt, ist halt immer die andere Frage. Lol. Mit der Spieluhr geht's auch, ja. Spieluhr nee, bin ich nicht raus. Wenn ich draußen stehe, dann geht's ja nicht durch Dots irgendwie. Ja. Doch, da ging er. In der Kamera habe ich ihn gesehen. Yay, hab ihn erwischt. Fast. Okay, dann würde ich sagen. Fast in mein Getränk geredet gerade. Dann fahren wir ab, wa? Mhm. Anderem Fotogeräusch, okay. Puh. Welcome back. Hm. I've got some jobs ready for you. Naja, gut, ich mein. Okay, wenn beide sterben, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, ja, weil das Spiel ja damit zu Ende ist. Ja. Was bei Albtraum natürlich passieren kann, weil er ja weiter jagt, nachdem er einen getötet hat. Genau das. Genau das. Oh,